und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Hier auf der Grünfelder Land. Mit dem Herrn Müller. Hallo. Hallo. Ah, gut. Oder auch nicht. Eher schlecht. Ja. Da wünsche ich Ihnen noch einen halbwegs erträglichen Tag. Jo, danke erstmal. Ich muss mal gucken. Ich brauche eigentlich ein paar Bäume. Mhm. Naja. Gut, danke erstmal. Tschüss. Immer wieder gerne. Tschüss. Ah, da ist er ja. Ja, ich habe Kronagelsch. Achso, komm ich gleich rein kurz zu euch. Ja, komm mal rein. So gut, dass ich dich gerade erwischt habe. An Herrn Neumann wären 3500 Stopp. Offen für Saatgut und Dünger. Wie viel? 3500 Euro. Okay, überweise ich ihm gerade. Dankeschön. Was hast du jetzt gesagt? 3,5? Jo. Dann kriegt er 4000. Soll zufrieden sein. Oh. Ja, dann. So, bitte. Gut. Guck mal, der Johnny gehört auch uns. Bitte sag nicht. Ich wollte gerade sagen, bitte sag nicht, der Johnny gehört uns. Ja, natürlich. Nee. Hey. Nee. Ich meine, er passt zwar gerade, aber es ist ein Johnny. Ein John, dir passt immer. Ich glaube, das wird nichts, mit dass du bei mir fest angestellt wirst. Ja, nur weil ich keine gelben Felgen mag. Ja, Pech gehabt. Muss der nicht damit fahren? Ja, ich fahre mit dem Glas. Wenn das kein Problem ist. Ja, erstmal nicht. Muss man gerade. Kannst du jetzt nicht ansehen, oder was? Doch, kannst abdampfen. Ich bin gerade nur am Überlegen. Ich brauche eigentlich wieder ein Waldstück. Einen Wald erweitern oder ein Waldstück? Ein Waldstück. Weil ich brauche Hackschnitzel. Und das nicht gerade wenig. Produzierst die im Sägewerk wahrscheinlich, oder? Ich muss halt Holzkohle machen. Und dafür brauche ich ziemlich viel Hackschnitzel. Das kriege ich durch das Sägewerk nicht raus. Das ist das Problem. Deshalb werde ich gucken, dass ich mir ein Waldstück pachte. Aber das kostet auch wieder Geld. Was schwebt denn davor? Wie groß soll das sein? Ja, vielleicht W14, habe ich gerade überlegt. W14? Das wäre weit weg auch nicht. Ja, W11 hatte ich schon mal gekauft, aber nachdem die Fahrschule ja nicht so funktioniert hat, wie ich wollte, habe ich es wieder verkauft. Welche Fahrschule? Ich hatte mal eine Fahrschule. Oder ich habe eine Fahrschule noch nebenbei. Okay. Aber ja, wie gesagt, der Andrang ist jetzt da nicht so hoch. Ja, ich glaube halt, dass jeder, der was da auf der Map unterwegs ist, schon seinen Führerschein hat. Ja, die meisten schon. Die Polizei wollte jetzt eine Auffrischung, aber die waren so dumm, die haben beide ihr Auto rausgelegt. Nein. Naja, Kosten fallen trotzdem an. Stimmt allerdings. Gut, aber dann machst du dich auf den Weg zum Feld. Und ja. Und Forstarbeit mache ich auch gern. Nur dass du es weißt, gell? Das ist sehr gut. Ich habe mir jetzt extra hier den Annaburger gekauft. Der hat nämlich eine coole Funktion. Warte mal. Wenn wir gerade ins Handbuch gucken, wie das geht. Warte, ich kletter schnell mal rauf aufs Dach vom Traktor. Wie schaut der aus? Ah, den kannst du kippen. Ah ja, guck mal, das da ist nämlich. Das ist so vorteilhaft. Dann kann man auch damit nämlich in die Holzkohleproduktion einfüllen. Ohne dass man den Teleskoplader braucht. Nicht schlecht. Ja, aber jetzt rechne mal. Wenn ich das mit dem Katalog reinschaue, was wir da an Geräte brauchen, dass wir die Hackschnitzel produzieren. Nee, Kettensäge habe ich und einen Hacker habe ich im Moment schon geliehen. In welchen hast du denn den? Mit Kran. Den mit Kran? Mhm. Der produziert doch nichts. Hm? Der ist für mich irgendwie ja zu klein und zu teuer für das, was er kann. Ja, deshalb im Moment ist er nur gemietet.
Ja, was willst du denn sonst nehmen? Also gibt's ja sonst Ja, nichts. den großen. Das ist doch der Große. Den zum Anhängen. Das ist doch der Große. Meinst du jetzt den in Anhänger? Den Hem 583Z, den habe ich. Ja, da kannst du nur Meterstücke reinhauen. Na. Ja, sicher. Na, da habe ich ganze Bäume rein. Musst mal in den Wald kommen, dann zeige ich dir das. Da Ich haue mir ich mal ganze anschauen. Bäume rein. Das wäre mir neu, dass das funktioniert. Ha, da lernst du noch was dazu. Ich Ja. telefoniere mal mit Jürgen wegen dem Waldstück und dann melde ich mich nochmal. Dann müssen Na, wir das ist perfekt. sowieso. Ja, ist er gleich ums Eck dann. Dann Ja, ich bringe ich werde da nachher mal die mal, Sachen hin. was wir vorher nicht geredet haben, was ich ansehen soll. Haferweizen oder Dinkel, Raps? Dinkel, Dinkel Dinkel. bitte. Dinkel. Schreibe ich mir auf, gar vergesse ich es bis runter. Dinkel hat Auf. immer einen guten Ertrag. Okay. Auf beiden Feldern. Ja. Okay, und das Kalk ist oder Kalk gehört auf den Feldern, ist egal. Kalk ist egal im Moment. Was? Perfekt. Dann bin ich wieder unterwegs. Jo, danke, tschüss. Ciao. Danke. Hallo? Ja, Jürgen, ich bin's. Servus. Auch ein normaler, ja? Ja klar, normal. Was denn sonst? Ja? Hey, was machst denn du nebenbei? Nix eigentlich. Der Schlagschrauber, habe ich gehört. Entschuldigung, Funk war noch an. Ah, ich hatte einen Funk noch an. Ach so. Halt, Olli. Was gibt's denn? Moment, Hallo, ich habe gerade Sonntag. beim... Hab gerade einem die Vorfahrt genommen. War zum Glück Das einer von... als Fahrschullehrer, ja du. Ja, ich hab gedacht, ich fahr vor, aber er fährt ja 10 km/h schneller von dem her. Lass ich ihn die Blitzer austesten. Und jetzt schon wieder. Komm mir hier falsch auf der Gegenspur, auf meiner Spur entgegen, ey. Wer? Polizisten und so. Ey, sag mal, haben die was geraucht? Der hat schon wieder ein Auto kaputt gemacht, der neuere Ja, Polizist. da habe ich gehört. Das war der, mit dem Auto sollte eigentlich eine Nachprüfung machen. Naja. Du, ich brauche einen Wald. Ein Wald. Ja. Aber auf Pacht. Auf Pacht. Welchen darf es denn sein? Was wäre denn die Pacht für 14? Für die 14. Fünfzehntausendvierhundertsechsundvierzig. Also 15,5. Und wie lange habe ich das dann? Eine Woche. Eine Woche. Wir fängen die, also nächste Woche dann erst, oder? Ja, kann ich machen. Okay. Jo, dann machen wir das. Jo, okay, kann ich hier ja schon eintragen. Jo, danke. Jo. Bis dann mal. Tschüss. Jo. So, supi. Haben wir ein Feld in der Pacht. Ja, ein Feld. Ein Wald in der Pacht. Muss man natürlich gucken. 15.000 Euro. Lohnt sich das überhaupt? Muss man nächste Woche durchballern, die Produktion. Eine Woche? Ist eigentlich gar nichts. Rein zeitlich gesehen. Nee, das geht nicht.
Dann werde ich nächste Woche nochmal nachverhandeln. Erstmal die Füße stillhalten. Und dann schauen wir mal. Gut, ich hole jetzt den Hacker noch her. Und dann schauen wir mal. Der Kolaric, der macht eigentlich einen guten Job im Moment. Mal gucken, ob wir den längerfristig beschäftigen können. Also wenn es nach mir geht, kein Problem. Ich überweise mal gerade die Pacht an den Jürgen. Dann kann er da schon nicht rummeckern. Warte mal. Da fällt mir gerade noch was ein. Ey, durch. Oh, ja. Jürgen, ich bin's nochmal. Hallo. Ja. Du, wir hatten doch einen Deal ausgemacht wegen der Rapsernte. Ja. Ja, da kriege ich noch Diesel, oder nicht? Nee. Hab ich dir ausbezahlt. Ich hatte gesagt, einen Fass Diesel auf jeden Fall. Jo, wahrscheinlich. Ja, 3.750. Ach, so ein Fass. Jetzt so ein kleines, natürlich. Ach, so ein großes wie ich. Nein, will ich doch nicht über den Tisch ziehen. Das kleine hatte ich überlegt, ein oder zwei. Und dann dachte ich, wir wären am Ende auf eins rausgekommen. Wie viel passt da rein? 3.750. Ja, fahr dir eins voll machen. So, mach ich nächste Woche. Jo, sagst du aber vorher Bescheid kurz, ne? Ja, logisch. Angel dir. Opa, Mist, der Angel. Oh Gott. Ey. Ich stehe ja irgendwann auch noch hatte, ne? Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, wohin mit der Arbeit, ey. Ich hab zu wenig Schmäler eigentlich. Thomas muss jetzt morgen wieder in die Berufsschule. Ja, Lehrjahre sind keine Herren. Ja, ich weiß auch nicht. Der Albert hat schon die zweite Woche jetzt keine Krankmeldung abgegeben. Jetzt habe ich so einen neuen, habe ich jetzt in Kolaric. Ah, den Paul, ja. Kennst du den schon? Ja, hab den am Händler getroffen. Was macht der für dich für einen Eindruck? Eigentlich einen ganz netten. Mindestens netter als die Polizisten. Das ist ja auch nicht schwer, ne? Das stimmt auch wieder. Ja, aber ich guck jetzt mal, wie... Der ist jetzt schon bei mir am Ansehen. Der hat schon den gestern Abend und heute gepflügt. Mal gucken. Wäre ganz gut, wenn der ein bisschen dabei bleibt. Gut. Jo. Passt. Dann frohe Schaffen noch, ne? Ja. Bis dann mal. Tschüss. Tschüss. Oh, eine Nummer 50 Schalter, ey. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Thomas. Ich sag dir. So. Machen wir das hier gerade noch mal. Was? Fertig. Paul? Ja, hallo? Ah, dachte gerade, im Funk war irgendwas zu hören. Was ist jetzt los? Ich wusste gar nicht, dass mein Funk an ist. Ja, er hat mich auch gewundert. Ich habe auch hier irgendwo Hummeln gehört. Mist. Was denn? Der Greifarm vom Häcksler ist gerade irgendwie durchgedreht. Aha. Ich habe gedacht, der ist super toll. Der ist gut, aber manchmal verhakt er sich halt kurz. Ab und zu mager nicht, nachher sagt er heute nicht.
Geht sich das normalerweise aus mit einem Düngerstreuer oder muss ich den noch einmal voll machen? Nein, das muss reichen. Weil ich bin jetzt da beim 109 fertig. Hab vielleicht noch 70%. Ja, wenn es nicht reicht, reicht es nicht. Okay. Du brauchst nicht extra hochfahren. Also bei mir zieht er die Bäume einwandfrei rein. Nicht schlecht. So, wir haben jetzt gerade noch die Bäume voll gehäckselt, die hier lagen. Jetzt mache ich die Hackschnitzel noch rein, dann fahre ich in den Wald. Ja, dann ich mach da fertig und dann komme ich auch zu dir. Jupp. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Bis dahin. Tschüss.